Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Heute zum Thema mentale Einstellung, Zieldefinitionen. Und dazu habe ich quasi den ultimativen Interviewgast gefunden. Ich bin großer Fan seines Podcasts. Ich habe ihm schon gesagt, die ersten 100 Folgen von seinem Podcast habe ich quasi inhaliert. Das war für mich immer, ich war damals viel auf der Straße, immer abends nach Hause gefahren, war das eigentlich das Highlight, was mich nochmal gepusht hat. Und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt, dass ich heute hier Marc Maslow im Interview habe. Herzlich willkommen, Marc. Moin, moin. Hi. Ja, du hast einen eigenen Podcast, Fitness mit Marc. Du hast das Thema Marathon-Fitness für dich gepachtet, wobei das eigentlich gar nichts mit Laufen zu tun hat, sondern mit Ausdauer. Müssen wir nochmal drüber reden. Und du hast ja die sogenannte Marc-Formel geprägt, wo das erste, das M steht für mentales Training, interessanterweise ganz vorne. Also es geht nicht darum, wie kann ich die dicksten Gewichte stemmen, sondern erstmal, wie ich meinen Kopf überhaupt prime, um ein Ziel zu erreichen. Und das ist eigentlich auch das, was wir heute besprechen wollen. Ja, genau. Wie kommt es eigentlich? Wieso das M, wieso fängt es mit M, wieso fängt es mit dem Mentalen an? Und ich habe, wie du, Chris, ich weiß gar nicht, ob es bei dir so ist. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe in meinen späten Teenager-Zeiten, also ich bin nach dem Abi zur Bundeswehr gegangen, habe da Reserveoffizier-Ausbildung gemacht, das verbindet uns beide. Ja. Und darüber bin ich überhaupt erst zum Sport gekommen. Ich war früher eher unsportlich und ab dann, und das hat mich auch mein Studium begleitet, habe ich regelmäßig Sport gemacht, sowohl Kraft- als auch Ausdauersport. Das hat mich beides fasziniert und mir auch Spaß gebracht. Und das Faszinierende ist, das ist das, was ich immer beobachtet habe bei anderen Leuten, die trainiert haben, dass sie am 1. Januar ins Fitnessstudio gehen und anfangen regelmäßig zu trainieren und nachher im Februar, März leeren sich die Studios wieder. Und nein, die Leute gehen dann auch nicht unbedingt nach draußen, weil es wärmer wird, sondern sie hören halt einfach auf. Und ich dachte mir, woran liegt das denn? Sie haben einen Trainingsplan, sie wissen im Prinzip, wie es geht, sie wissen auch, was sie tun sollen. Warum gibt es einige Leute, die das Ganze durchziehen und warum gibt es halt andere, die dann halt nicht weitermachen? Und ich würde mal sagen, also das, was man natürlich sagen könnte, ist, sie setzen andere Prioritäten und meine These ist, die meisten tun es nicht bewusst, sondern sie haben wahrscheinlich dann gute Ausreden und bleiben halt nicht dran. Und ich glaube, dass der Schlüssel zum Verhalten sind halt unsere Gedanken und unsere Gedanken unter unsere Kontrolle zu bringen. Das ist das Thema mentales Training und da glaube ich, ist auch das allergrößte Potenzial, egal ob wir jetzt über Training reden, ob wir über Sport, ob wir über nackt gut aussehen reden oder ob wir über Vertrieb, Karriere oder andere Dinge im Leben reden. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich das in der Marc-Formel ganz vorne angestellt. Also es ist die Grundlage, wenn jemand seinen Körper verändern möchte, sichtbare Ergebnisse erzielen möchte, nackt gut aussehen will, so verkaufe ich das dann immer, fängt er an mit dem mentalen Themen. Und dann als nächstes, wenn diese Basis gelegt ist, kommen andere Themen und das nächstwichtigere wäre dann das A, also die ausgewogene Ernährung, R, wie richtiges Krafttraining und K, wie Cardiotraining. Das finde ich aber echt spannend, dass du quasi am Anfang das Mentale hast und am zweiten kommt die Ernährung und eigentlich erst hinten, gut, das hat aber vielleicht auch was mit deinem Namen zu tun, aber von der Reihenfolge passt das ja auch, ne? Erst hinten kommen eigentlich dann die Trainingskomponenten, ne? Was ich auch bei dir sehr spannend finde, du sagst ja immer, von den Leuten, die dir folgen und quasi auch quasi an ihren Zielen arbeiten, du nennst die Dranbleiber, ja? Also nur Dranbleiber können eigentlich erfolgreich sein. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wie bist du darauf gekommen? Ja, eigentlich sind es mehrere Punkte. Das eine ist, dass es definitiv so ist, Konsistenz schlägt alles. Also sprich, oder ich mache es mal konkret, wenn du einen, sag ich mal, semi-guten Trainingsplan verfolgst, vielleicht auch mal ein Training ausfallen lässt oder eine Woche auch mal einmal zu viel trainierst, dann ist das, wenn du einen Sportwissenschaftler fragst, natürlich nicht optimal und die meisten von uns machen keinen Leistungssport.
wenn du Fortschritte machen willst, dann ist das Dranbleiben, also das regelmäßig etwas dafür tun. Das kann auch sein, jeden Tag nur, sag ich mal, jemand, der gerade anfängt, wenn der jeden Tag nur einen Liegestütz macht, dann ist das so viel mehr als gar keinen Liegestütz zu machen und er wird dann auch Fortschritte sehen und auch sich einfach auch besser fühlen. So, deswegen glaube ich, dieses jeden Tag eine Kleinigkeit tun und das kann auch nur eine gedankliche Beschäftigung mit den eigenen Zielen sein, ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren überhaupt. Und ja, was ist das Ganze, wenn man ein Verb benutzt? Es ist dranbleiben. Und ich glaube auch, und da sind wir wieder beim Thema mentale Programmierung, viele Menschen haben sich im Laufe ihres Lebens ungünstige mentale Programme da oben reingepackt. Und eine Möglichkeit ist halt, sich selbst mal zu fragen, wie siehst du dich überhaupt? Was bist du für eine Person? Jetzt ist gerade dein Sound weg. Mal ansetzen. Ja, wie siehst du dich? Gerade war dein Sound weg. Hörst du mich wieder? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Okay. Kannst du einen Schnitt machen dann? Oder? Ja, ja, klar. Klar. Ja, okay. Das ist eine faszinierende Frage, die sich jeder stellen sollte. Wie siehst du dich? Und wenn wir jetzt beim Thema Fitness bleiben, dann ist es so, dass viele Menschen halt Gewicht abnehmen wollen, Fett abbauen wollen. Und einige von denen, selbst wenn sie schlank sind, sehen sich immer noch als übergewichtig. Okay. Und häufig ist es so, dass das dazu führt, dass sie dann auch wieder zunehmen. Deswegen, und das Spannende ist, dass liest du in keinem Diätenbuch nach. Da steht immer nur, ist das und ist das nicht und mach noch ein bisschen Sport und dann nimmst du ab und das stimmt auch alles. Nur was unser unterbewusstes Verhalten steuert, ist ja auch, wie wir uns selbst sehen. Also wenn jemand jetzt sagt, ich bin ein guter Vertriebler oder ich bin Karrieremensch, dann wird er im Kleinen in seinem Leben andere Entscheidungen treffen, als wenn er sagt, ja, Karriere, das Ich bin ja nicht erfolgreich oder so. Mhm. Weißt du, solche mentalen Programme. Vertrieb liegt mir nicht. Genau, ja. Genau. Ja, oder ich bin kein Vertriebler, ich habe Maschinenbau studiert, aber ich behaupte mal so, die Königsdisziplin ist wahrscheinlich mal diese Kaltakquise, wo viele auch vor zurückschrecken, wo ich ganz ehrlich auch sage, da hätte ich auch nicht so viel Lust drauf. und es gibt Leute, die da sehr gut drin sind und denen das Spaß bringt. Und die spannende Frage ist ja immer, und deswegen finde ich es auch schön, hier gerade zu Gast zu sein, wie sehen solche Menschen sich? Was passiert hier oben, bevor die halt in die Kaltakquise gehen und dann halt auch einfach mit Rückschlägen, mit negativem Feedback umgehen dürfen und sich immer wieder motivieren dürfen? Und ich glaube, wenn wir einfach nur mal diese mentalen Programme sehen, oder rausnehmen, dann können wir von solchen Menschen ganz viel lernen. Zurück zum Thema Dranbleiber. Wenn ich mich als Dranbleiber sehe, dann habe ich doch die Erfolgsgrundlage schon gelegt. Und das ist im Prinzip ein Geschenk, was ich den Menschen geben möchte, die zu mir kommen, die auf meine Website gehen und sich auf Marathon Fitness in den Newsletter eintragen. Das Erste, was ich denen dann schenke, ist, dass ich sage, hey, du hast hier schon den ersten Schritt gemacht, du hast dich hier eingetragen und in den nächsten Tagen und Wochen bekommst du von mir weitere Tipps. Aber das, was ich dir jetzt schon mal sagen kann, ist, und ich glaube, und das ist das Feedback auch, was ich von vielen Newsletter-Lesern bekomme, ist, dass die anfangen, sich anders zu sehen. Ja, und so kommt es im Prinzip mit dem Begriff, den habe ich mir damals, als ich gestartet bin, mit meiner Selbstständigkeit überlegt, weil ich dachte, das ist doch eigentlich einer der ersten Schritte, den jemand gehen kann, sich erstmal im Innen anders zu sehen. Und meine These ist, sobald du beginnst, dich in dein Selbstbild zu verändern, verändert sich auch dein Verhalten. Und wenn wir jetzt über Fitness reden, verändert sich auch dein Körper. Okay, aber das ist natürlich auch schwierig, ne? Also ich habe ja mal eine Folge gemacht zum Thema, das ist ja so ähnlich, ne? Was ist deine innere Einstellung, ne?
Und ich finde diesen Satz ganz gut, dass man sagt, das, was du heute bist, ist eine Zwischenbilanz. Das ist das, was aus der Vergangenheit kommt, aber das kann sich in der Zukunft verändern. Und rein physiologisch ist es ja, glaube ich, auch so, dass sich deine Zellen innerhalb von 18 Monaten komplett erneuert haben. Das heißt, eigentlich bist du physiologisch nach 18 Monaten komplett neu. Also alles hat sich einmal geändert. Und warum kann sich das in deinem Kopf nicht auch ändern? Also warum kann ich mich da nicht auch bewegen? Ja, genau. Das ist genau die Frage, um die es geht. Und ich glaube, in vielen Fällen kann solche Veränderungen auch sehr schnell gehen. Ich finde solche Beispiele zum Beispiel, also ich nehme dieses Gespräch, wie man unschwer sieht, in meiner Wohnung auf, und die ist halt im zweiten Stock. So, ich habe hier eine Altbauwohnung, hohe Decken, sieht man vielleicht. Hier unten ist ein Parkettfußboden, und wenn ich jetzt in diesen Raum reinkomme, mache ich mir doch keine Gedanken darüber, ob der Fußboden mich hält. So, ich vertraue einfach drauf. So, würde ich aber einmal in diesen Raum reingehen und auf einmal lande ich ein Stockwerk tiefer, weil der Boden halt, ich meine, das Gebäude hier ist von 1900 und hier auf der anderen Seite ist auch schon mal eine Bombe damals eingeschlagen, da haben sie die Fassade wieder neu gemacht. Sieht man immer schön, wenn man in der Wohnung ist, dass unten war so ein Riesenloch im Fußboden. So, wenn ich einmal da durchkrache und mir unten dann wehtue, werde ich doch ab der Sekunde mit einem völlig anderen gedanklichen State einen Raum betreten. So, da kann mir doch niemand sagen, wenn sowas so schnell geht, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, kann ich doch auch in anderen Lebenssituationen, also ich sage nicht, dass es jedem immer sofort gelingt. Ich sage nur, wir haben hier oben sozusagen das Rüstzeug, uns schnell zu verändern, unsere Einstellung, unsere Gefühle, auch unterbewusste Verhaltensweisen schnell zu verändern. Und die Frage ist natürlich, wie komme ich dahin, dass ich diese Tools möglichst gut nutzen kann? Und das ist definitiv Übung. Das ist etwas, ich kann auch nicht erwarten, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und noch nie Gewichte gehoben habe, dass ich dann sofort mit 100 oder 150 Kilo eine Kniebeuge schaffe, sondern da darf ich halt für trainieren. So, und das ist ja nicht schlimm, aber es ist möglich. Ja, du hast ja, also ich finde das Thema Fitnesstraining, gerade jetzt für Freizeitsportler, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil du hast es ja gesagt, ne? Also im Januar sind die Fitnessstudios voll, die Leute sind voll motiviert, die gehen 3-4 Mal die Woche ins Training, stellen ihre Ernährung um, und dann so, meistens dann so Mitte Februar wird es dann leerer, Ende Februar sind wieder die vom Vorjahr sind wieder unter sich. Und manche Leute schaffen es dann aber doch. Manche Leute schaffen es und manche nicht. Das heißt, irgendwo ist da ein Punkt, wo die Leute sagen, und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass du am Anfang natürlich merkst, boah, geil, ich nehme ab, ja, die ersten 3, 2 Wochen oder sowas, ich nehme ab, vielleicht trinkst du auch ein bisschen weniger und so weiter. Es verändert sich auf der Waage und plötzlich so nach 3, 4 Wochen nehmen die Leute meistens wieder zu, aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Mhm. Vielleicht auch, weil die Muskeln sich verändern, und dann kommt meistens der Punkt, wo sie sagen, oh, jetzt habe ich 4 Wochen mich angestrengt, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Ja, und das ist auch oft der Punkt, den du im Leben hast. Ne? Wenn du was Neues anfängst, wenn du anfängst zu verkaufen, nehmen wir das Thema Kaltakquise, du rufst halt 3, 4 Leute an und vielleicht sagt einer, oh, das hört sich ganz gut an, melden Sie sich nochmal und sagst, das funktioniert. Dann hast du 5, 6, 7 Anrufe, wo du nur Ablehnung kriegst, aber eigentlich müsstest du 15 machen oder 20, um deine Verkaufserfolge zu machen. Du kommst aber nie auf 15 oder 20, weil du vorher aufgegeben hast. Und das finde ich von den Parallelen zum Fitnesstraining sehr stark. Was sind da deine Erfahrungen? Ja, also da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, mir fallen jetzt sofort 2 Faktoren eine Rolle ein, die da eine Rolle spielen. Das eine ist halt, was für ein Ziel verfolge ich? Und ich glaube, viele Menschen, zumindest im Sport ist es so, stellen sich diese Frage nicht. Sie haben halt keine konkreten Ziele. Wenn ich die Frage, dann sagen sie, ja, ich will abnehmen. Nur abnehmen ist kein Ziel, das ist ein Prozess. Das ist genauso wie, ich will Muskeln aufbauen, ich will einen Marathon laufen, wäre jetzt zum Beispiel schon ein Ziel für jemanden, der noch nie einen Marathon gelaufen ist. Nur ich will laufen, zum Beispiel, wäre auch ein Prozess. Ja. Es sei denn, da sieht man schon wieder, es kommt auf das Individuelle an, jemand kann noch nicht laufen. Ja. Wenn er dann sagt, ich will laufen, dann wäre es wieder ein Ziel. Also die Frage ist, hast du dein Ziel klar? Was für ein Bild siehst du vor deinem inneren Auge, wenn du dir die Frage stellst, was ist mein Ziel, zum Beispiel beim Verkaufen? Woher wüsste ich, dass ich es erreicht habe?
wenn wir jetzt dein Beispiel nehmen, ich mache 15 Calls, was wäre denn mein Ziel? Ich will 3 Sales haben oder vielleicht einen Sale von 15 oder einen neuen Prospect oder was auch immer. Und das darf, glaube ich, im ersten Moment auch realistisch sein. Und da kommt zum Beispiel, dass ich im Bereich Fitness meine Aufgabe als Fitnesscoach halt meinen Klienten dabei zu helfen, zu entscheiden, okay, ist das denn ein realistisches Ziel? Kann ich innerhalb von, also ich sag mal so, wenn ich jetzt Frauenzeitschriften mir angucke, dann steht da häufig drin, 5 Kilo in einer Woche. Ja. In 2 Wochen zur Strandfigur. Genau. So, das ist natürlich klar, das verkauft gut. Ja, die erreichen da ihr Ziel mit, die Auflage geht hoch und die kriegen ihre Magazine verkauft, weil es halt einfach eine Headline ist, die man dann liest und sagt, geil, da will ich wissen, wie das jetzt funktioniert und dann kaufe ich mir das Heft. Nur was gleichzeitig auch passiert, ist, dass natürlich diese Menschen völlig überzogene Erwartungen haben. Zum Beispiel auch, wenn wir uns so Shows angucken wie The Biggest Loser oder so, wo halt die Teilnehmer, wo wirklich alle Register gezogen werden, die machen Leistungssport da, die haben halt Köche dabei, die haben Trainer 24/7 dabei und dann erreichen, und sie haben natürlich noch den Competition in der Gruppe und noch die 20 Millionen Zuschauer oder wie viele das sind, die halt auch noch zusätzlich hier ein bisschen Druck machen. Und unter diesen Bedingungen schaffen sie es halt dann, einige vielleicht in einem halben Jahr 30 Kilo abzunehmen. Und wenn wir das runterrechnen, dann kommen wir immer noch nicht auf 5 Kilo pro Woche. Also das wäre so dieser Punkt, ist das Ziel. Also das Erste ist, was ist mein Ziel? Das Zweite ist, ist es realistisch? Und zum Beispiel, ich bin kein Vertriebler, ich kann nicht sagen, was realistisch ist bei Kaltakquise und sicher kommt es auch aufs Produkt und so weiter an. Absolut. Nur die Frage, die sich, glaube ich, jeder stellen darf, ist das wirklich realistisch? Was wäre für mich denn ein Erfolg? Und wenn es da nicht so klappt, wie geplant, und das ist ja ganz häufig so, und ich finde zum Beispiel, der Leistungssport ist ja auch ein schönes Beispiel. Guck dir die super erfolgreichen Sportler an, zum Beispiel jetzt bei der WM. Gut, Deutschland krachend durchgerauscht, obwohl es gute Sportler sind, die da sind. Und vielleicht in der Vorrunde auszuscheiden, ist nicht unbedingt jedes Mal der Fall, aber es kann auch passieren. So, und die dürfen da auch mit umgehen. So, wenn so eine Profimannschaft krachend scheitert, wieso darf ich das dann nicht? Wenn ich etwas ausprobiere, was mich meinem Ziel näher bringt. So, jetzt drehen wir mal den Zeitstrahl 10, 20 Jahre nach vorne. Keine Ahnung, was da passiert. Halte ich es für möglich, dass Deutschland nochmal Weltmeister wird? Ja, absolut. So, es ist also nur ein Zwischenschritt. Und ich glaube, die Situation, in der sich jetzt unsere Nationalmannschaft befindet, hat ganz viel Potenzial, daraus zu lernen. So, und wenn sie diese Chance ergreifen, dann können sie wieder die Stärksten der Welt werden. So, die Frage ist also nicht, was für ein Mist ist das denn jetzt, dass es hier nicht geklappt hat, sondern die Frage ist, was kann ich daraus lernen? Und ich glaube, die Lektion, die ich aus einem sogenannten Misserfolg lernen kann, ist meistens viel mehr wert, als es der Erfolg in dem Moment gewesen wäre, in meiner Welt. Also so sehe ich solche Situationen. Und ich glaube, ja, in jedem Rückschlag liegt halt eine Riesenchance. Absolut. Also ich finde, dass du arbeitest jetzt mit vor allen Dingen mit, sag mal, Freizeitsportlern, die sich ja verändern wollen, ne? Und so eine körperliche Veränderung ist ja auch immer in Stufen, ne? Und ich glaube, das ist bei einer geistigen Veränderung auch so, ne? Also dein Kopf muss ja irgendwie sich mitverändern, ne? Wo siehst du da so, wo sind da so die Breaks, wo die Leute Gefahr laufen zu scheitern, wo dann halt auch ein Coach denen zur Seite stehen kann? Also ich glaube, also ein Punkt, den ich ganz häufig beobachte, ist, ich nenne das dann immer ganz oder gar nicht Mentalität. Also entweder ich ziehe hier jetzt richtig eine perfekte Ernährung durch und kriege das jeden Tag hin, zweimal zu kochen und jede Mahlzeit ist top. Und egal was passiert, selbst wenn das Kind krank wird, selbst wenn ich im Job ein krasses Projekt am Hintern habe und am besten noch halbwegs krank werde oder so,
selbst dann habe ich den Anspruch an mich, das alles perfekt hinzukriegen und dann natürlich auch noch dreimal die Woche zum Sport und so weiter. Ja, das wäre alles schön und manchmal kommt das Leben dazwischen. So, und das heißt nicht, dass, und das ist das, was viele Menschen dann tun. Sie sagen, oh, ich kriege das jetzt aber, es hat 4 Wochen super geklappt, jetzt habe ich gerade eine Erkältung. Naja, dann kann ich ja gar nichts machen. So. Und damit geben sie halt die guten Gewohnheiten, wie zum Beispiel sich dreimal die Woche zu bewegen, auf. Und das, was ich dann immer als meine Aufgabe sehe, ist, denen zu sagen, hey, du kannst dich doch trotzdem bewegen. So, wenn ich eine Erkältung habe, dann mache ich natürlich nicht, gehe ich nicht ans Limit, aber ich kann zum Beispiel spazieren gehen oder wenn ich entsprechend trainiert bin, auch vielleicht langsam laufen gehen. Also die Frage ist, wie kann ich meine Gewohnheit beibehalten, wie, sodass es so wird wie Zähneputzen, dass ich halt nicht mehr drüber nachdenke, putze ich mir jetzt morgens die Zähne oder nicht? Ach, eigentlich habe ich keine Lust. So, das finde ich immer schön, das bei Kindern zu beobachten und jeder weiß das vielleicht auch noch so aus seiner Kindheit. Man versucht da mal gegen zu rebellieren und irgendwann hat man es halt drin und dann denkt man nicht mehr drüber nach. Und das kann halt mit Ernährung und Sport genauso werden. Ja, und dann passiert halt mal was und man kommt vielleicht nicht dazu, seine Routine 100%ig durchzuziehen und vielleicht auch nicht dazu, die Gewohnheit beizubehalten. Doch die Frage, die sich dann jeder stellen kann, ist, was kann ich denn vielleicht unter den gegebenen Umständen trotzdem machen? Und also um nicht quasi dieses, entweder ich mache es richtig oder gar nicht, in diese Modus zu fallen. Und ich bin sicher, dass, also, beziehungsweise ich bin absolut davon überzeugt, das gilt für alle Lebensbereiche. Ja, im Job wäre es halt wahrscheinlich, erreiche perfekt meine Ziele und hole alle Boni rein. Oder wenn nicht, dann klappt das eh nicht. Ja, und dann beschäftigen viele Menschen sich halt eher mit negativen Gedanken und dann ist das so eine Art Teufelskreis auch, aus dem man natürlich rauskommen kann. Wie hast du das für dich gelernt? Weil das ist ja auch irgendwie eine geistige Entwicklung, ne? Also du hast ja nicht als, du hast ja mal im Podcast mal erzählt, das fand ich auch interessant, dass du eigentlich Laufen immer gehasst hast, ne? Ja. Und dann bist du zur Bundeswehr gekommen und dann musstest du halt laufen. Und du fandest es, glaube ich, die ersten 3 Wochen blöd, ja, oder total scheiße, ja. Und so in der 4. Woche dann so, ach, geht doch eigentlich, ja. Irgendwie macht das doch Spaß, ne? Also das fand ich ganz interessant, so als Lerneffekt und so, ja, okay, du findest es blöd. Am 1. Tag, am 2. Tag, am 3. Tag, am 4. Tag, aber irgendwie so nach 15, 20 Tagen denkst du, ja, jetzt geht's, jetzt läuft's. Das ist auch eine interessante Erfahrung, ne? Ja, es ist total faszinierend. Und ganz ehrlich, ich hätte das nie geglaubt vor. Ich habe es auch damals, war gar nicht das Laufen das Ziel für mich. Und ich hatte trotzdem das Ziel. Ich wollte mich qualifizieren, um halt Offizier werden zu können. Und da muss man halt nun mal gewisse Laufleistungen vorweisen, die für viele, die regelmäßig laufen, wahrscheinlich lächerlich sind. Für mich waren sie unerreichbar hoch damals. Und ich hatte aber, und das ist, finde ich, auch so ein cooler Erfolgsfaktor, ich habe mich halt mit Leuten unterhalten, die diesen Weg schon gegangen sind, ja, die halt schon diese Prüfung bestanden hatten. Und da waren halt welche dabei, die gesagt haben, du, das ging mir genauso wie dir und du kannst es schaffen. Du musst halt nur ein paar Monate regelmäßig laufen gehen. Und ja, dann habe ich dieses Ziel verfolgt, nicht mit dem Ziel, dass es mir mal Spaß bringt, sondern dass ich einfach diese Qualifikation schaffe. Und das hat mich zu dem Zeitpunkt halt begeistert. Und das ist auch meine These, wenn du etwas wirklich willst und dir, das ist jetzt vielleicht in dem Rahmen noch ein bisschen anders, aber wenn wir jetzt reden über Karriere oder auch, sicher hören ja einige zu, die selbstständig sind, eigentlich ist es doch egal, wie lange es dauert, wenn das Ziel dich begeistert. Das war es bei mir zum Beispiel, als ich dann nach der Bundeswehr angefangen habe, Marathon zu laufen, weil mich das Ziel begeistert hat. Ich wollte einmal einen Marathon laufen. Und ich bin davon ausgegangen, dass ich, wenn ich ins Ziel laufe, keinen Bock mehr habe. Und dann war es das einmal und dann habe ich es einmal in meinem Leben gemacht. Alles ist gut. Dann bin ich durchs Ziel gelaufen. So war das bei mir. Das ist total faszinierend. Das ist bei so vielen Menschen so. Und dann laufen sie durchs Ziel und denken,
Oh, ist das geil. Ich bin zwar total fertig, aber ich hätte nie gedacht, dass sich das so cool anfühlt. Das will ich nochmal. Und also so ging es mir halt. Und ich habe dann halt trainiert. Ich war immer schon ein bisschen, also ich bin relativ schwer. So, jetzt laufe ich seit 3 Jahren, nee, seit 4, 5, bald 5 Jahren kein Marathon mehr. Habe mich mehr aufs Krafttraining fokussiert, bin auch nochmal 10 Kilo schwerer geworden. Ich bin kein schneller Läufer. Aber es bringt mir immer noch Spaß. Und ich war auch nie ein wirklich schneller Läufer. Ich habe aber mir halt immer peu à peu höhere Zeitziele gesetzt. Zum Beispiel war für mich die 3,5-Stunden-Marke eine totale Herausforderung. Und habe ich, wann war das zuerst? Ich glaube 2003 das erste Mal versucht, die 3,5 Stunden zu knacken. Hat nicht geklappt. Ich habe, glaube ich, 3,32 gebraucht. Hat mich in dem Moment ein bisschen gewurmt, aber ich dachte mir, naja gut, ey, komm, das versuchst du nochmal. Und dann habe ich es nochmal probiert, 3,31. So, ich habe, glaube ich, ich müsste nachgucken, aber ich meine, es waren 3 Anläufe und Marathon läuft man jetzt auch nicht jede Woche, sondern das war dann immer ein halbes Jahr Vorbereitung. Ja. Man muss danach sich ja auch ein bisschen ausruhen, erstmal ein paar Wochen, dann fängt man wieder an mit dem Training. Also es war quasi immer, okay, ich probiere es nochmal in einem halben Jahr. Und mich hat's halt, mir war es halt egal, wann ich das schaffe. Aber ich dachte, wenn ich hier dranbleibe, dann schaffe ich's. So, und deswegen finde ich, das ist so ein schön, Sport ist so ein schönes Vehikel für das Leben, wenn ich es mal philosophisch ausdrücken darf, weil, und das ist vielleicht noch anders als im Bereich Karriere und Vertrieb, weil ich hier die meisten Faktoren selbst beeinflussen kann. Ich kann natürlich nicht das Wetter beeinflussen oder wie warm es draußen ist, aber ich kann beeinflussen, mehr als in anderen Lebensbereichen, ob ich trainieren gehe oder nicht. So, das heißt, ich habe meinen Erfolg zu ganz vielen, also zu einem sehr hohen Maß selbst in der Hand. Und für mich war es in meinem Studium auch so, dass ich daraus immer Energie geschöpft habe. Selbst die Rückschläge wusste ich, okay, es gab ja jetzt Gründe, dass ich Es gab bei jedes Mal einen Grund dafür, dass ich nicht dieses Ziel erreicht habe. Und dann habe ich gesagt, okay, nächstes Mal mache ich es anders. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Mission, wenn ich Menschen dabei helfe, ihre körperlichen Ziele zu erreichen, dann ist meine These, wirkt sich das automatisch auf alle anderen Lebensbereiche aus, ja, weil sie so viel lernen. Sie lernen halt, mit Rückschlägen umzugehen. Und ganz ehrlich, die gibt es immer. Also egal, wer mir was erzählt und sagt, hier, ich habe hier das super Muskelaufbauprogramm, 10 Wochen oder was auch immer. Ja, das schaffen vielleicht ein paar, weiß nicht, 10, 20%, genauso wie es im Plan steht. Die anderen schaffen es nicht ganz. Macht nichts. Das gehört immer dazu. Und mir hat diese Erfahrung, wenn du so willst, zu scheitern, geholfen, auch in anderen Lebensbereichen damit umzugehen. Und das auch im gewissen Maße zu erwarten, dass es halt nicht beim ersten Anlauf klappt. Ja, und dann lerne ich draus und probiere es halt nochmal. Ja, du hast mal gesagt in einem Podcast, das war für mich eigentlich auch so ein Aha-Erlebnis. Es gibt eigentlich keine Misserfolge, sondern es gibt eigentlich nur Feedback. Es gibt Feedback von deiner Umwelt und vom System. Das Feedback sagt dir, okay, das war jetzt nicht so gut, änder was und versuch's nochmal. Ja, genau. Und es ist ja bei ganz vielen, ich finde immer so simple Beispiele mag ich ganz gern. Nimm den Bäcker, der halt ein tolles Brot backt. Gibt ja heutzutage immer noch welche, die das so machen wie früher. Und wenn der halt den Teig zubereitet und ich bin kein Bäcker, ich weiß nicht genau, was er da macht, dann sieht aber die Backstube erstmal total unordentlich aus. Und jemand, der so wie ich keine Ahnung davon hat, wird wahrscheinlich sehen, wie soll denn daraus ein Brot entstehen? Oder so eine schöne Torte oder irgendwas. Das heißt, er weiß das natürlich, weil er es schon 1000 Mal gemacht hat. Aber wenn ich das zum ersten Mal mache und ich sehe nur den Zwischenschritt, dann sehe ich halt nur Chaos. Oder ein bisschen brutaleres Beispiel, der OP-Tisch auch beim Chirurgen, ja. Da würde man halt sagen, Mordschauplatz. Aber am Ende ist alles zugenäht und der Patient ist gesund und
alles ist gut. So, ja. Deswegen, wo ist doch die spannende Frage, wenn ich einen Misserfolg habe, woher weiß ich denn, dass das endgültig ist? Ja. Viele Menschen denken so, ich habe es probiert, hat nicht geklappt, naja, dann war es das halt. Woher weiß ich denn, dass das nicht nur ein Zwischenschritt ist, wie beim Bäcker oder beim Chirurgen? Meine These ist so gut wie immer, wenn das Ziel dich wirklich, und den darf jeder für sich einmal abklären, wenn das Ziel dich wirklich begeistert. Ich glaube, ich sehe nicht so viel Sinn da drin, Ziele zu verfolgen, auch in der Karriere oder auch im Vertrieb. Wenn das, was du erreichen willst, dich nicht morgens aus dem Bett springen lässt, dann darfst du da was dran ändern. Ja. Dann ist es vielleicht noch nicht mal der richtige Job für dich. Genau. Ich zum Beispiel, für mich wäre es da nicht. So, aber ich kenne Leute, die machen das und die tun es mit Leidenschaft und ich bewundere diese Menschen. Und da, wenn ich mich mit denen unterhalte über Verkaufen, dann leuchten deren Auge und meine auch, weil ich es halt einfach cool finde. So, also ich glaube, jeder Misserfolg auf dem Weg zu einem Ziel, das dich begeistert und an das du wirklich glaubst, ist nur ein Zwischenschritt. Und ist nur Feedback, das du brauchst in dem Moment, um daraus zu lernen. Ja, okay. Wir sind schon wieder fast eine Dreiviertelstunde dran. Da hätte ich jetzt noch eine letzte Frage an dich. Wenn jetzt dir jemand zuhört und du bist ja jetzt quasi der Fitness-Coach, Trainer, Experte und sagt, okay, ich möchte mich gerne körperlich verändern. Ich will regelmäßig Sport machen. Ich will mich gesünder ernähren. Hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps, wie man sich dieser Sache annähern kann? Ja, also erstmal, ich habe es eben schon mal gesagt, ich würde es gerne nochmal wiederholen. Was ist dein Ziel? Setz dir ein Ziel, das dich wirklich begeistert. Und viele Menschen motiviert es halt, wenn sie sich im Spiegel angucken und sagen, Mensch, gut siehst du aus. So, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Für einige wäre es halt vielleicht eine sportliche Leistung. Das ist auch eine tolle Möglichkeit. Wenn wir jetzt mal das erste Beispiel nehmen, dann stell dir doch deinen Körper so vor, wie du ihn dir wünschst. Und das darf natürlich auch realistisch sein in deiner Welt. Also du darfst daran glauben. Meine Erfahrung ist, bei den meisten ist sogar mehr möglich noch. Also setz dir ein Ziel an, das du glaubst, das dich begeistert. Als Bild stell dir das vor. Wie sieht es aus, wenn du da bist, wo du hin willst? Mach's konkret. Wie fühlst du dich da? Da darf man sich auch ruhig reinfühlen. Und dann merkst du ja, ob es dich begeistert. So, und wenn es dich begeistert, dann hast du den ersten und wichtigsten Schritt, der häufig übersehen wird, schon hinter dir. Dann ist der zweite Schritt, okay, wie komme ich denn dahin? Genau. Einer der kürzesten Wege, ja, das ist im Prinzip das auch, was ich in meinen Büchern beschrieben habe, ist eben die richtige Ernährung und das richtige Training. Wenn man sichtbare Erfolge, also sichtbare Veränderungen am Körper herbeiführen möchte, weiß nicht, knackigerer Hintern, straffe Oberarme, was auch immer das für jeden Einzelnen sein mag, dann hilft Krafttraining. Krafttraining hilft auch dabei, diesen Jojo-Effekt beim Abnehmen zu vermeiden, weil ich eben meine Muskeln erhalte. Und das ist übrigens das, was ich bei dir gelernt habe, was bei mir wirklich auch nur einen Schalter umgelegt hat, dass du eigentlich mit Krafttraining, mit schweren Gewichten, was ja oft so eine schlechte Konnotation hatte, Bodybuilding und so weiter, dass du damit eigentlich für alle Körperbereiche schnellere und bessere Erfolge erzielst, als wenn du jetzt sagst, ich laufe jetzt jeden Tag 10 Kilometer. Ja, absolut. Also die besten, sichtbarsten Erfolge erreichst du mit Krafttraining, also möglichst funktionell. Also sprich, den Körper so benutzen, wie er halt auch im Alltag gebraucht wird. Da gibt es halt viele schöne Übungen. Laufen ist auch toll, wenn es dich begeistert. Also das ist halt auch der wichtige Punkt. Tu etwas, was dir Spaß macht. Und da empfehle ich auch immer ein bisschen Geduld zu haben. Ich bin da das beste Beispiel. Hab Laufen gehasst. Hab's so nach 1-2 Monaten regelmäßigen Dranbleiben, habe ich es dann geliebt. Dauert es immer so lange? Ich meine, normalerweise würde ich vielleicht nicht unbedingt die Sportart auswählen, die ich hasse. Das war jetzt bei mir den Umständen geschuldet, weil ich andere Ziele hatte.
Was ich aber zum Beispiel vorher schon gemacht habe, war Radfahren. Ich hatte ein Mountainbike und bin halt super gerne damit halt im Gelände rumgefahren. Also meine These ist, jeder findet eine Sportart, die ihm Spaß bringt, wo er einfach Bewegung reinkriegt. Und auch das ist ja ein Fortschritt. Alles, was du gegenüber heute veränderst, sei es auch nur die eine Liegestütze am Tag, was auch immer, ist ja ein Fortschritt. Und der größte Hebel ist tatsächlich auch die Ernährung. Also ich habe schon Klienten betreut. Einer hat den Fuß gebrochen und hat vorher auch Sport gemacht, hat sich viel bewegt. Und gut, da konnte man jetzt nicht so viel machen. Sie hat aber den Oberkörper trainiert zu Hause mit Kurzhanteln. Hatte sie auch Lust drauf und sich gut ernährt. Und das Witzige war, dass ihre Physiotherapeutin nach ein paar Wochen sie darauf angesprochen hat und meinte so, hä, was ist denn hier los? So, sie wirkte auf einmal viel definierter. Und sie sagte sogar, sie ist in dieser Zeit, wo sie sich nicht bewegen konnte, fitter geworden als halt jemals zuvor. Deswegen, das ist auch wieder dieser Punkt. Viele würden dann sagen, naja gut, ich kann ja nicht. Also, zwei Dinge, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Das eine ist, finde einen Weg, der dir Spaß bringt. Und deswegen gebe ich auch in meinen Büchern keine 0815 starren Pläne vor. Also es gibt zum Beispiel, es gibt Trainingspläne, das sind Beispiele. Es gibt auch in meinem zweiten Buch Looking Good Naked Power Küche. Das erste heißt Looking Good Naked. In dem zweiten Buch gibt es auch Ernährungspläne, aber es sind nur Beispiele. Das, was ich vermitteln möchte, ist sozusagen so ein Framework, eine Art Buffet, woraus du dir die Punkte picken kannst an Gewohnheiten, die dir helfen, deinen Körper zu verändern. Und meine Empfehlung ist, fang mit dem an, was dir leicht fällt. Und auch in den Portionsgrößen, die du halt bequem in deinen Alltag einbauen kannst. Denn wenn das Ziel dich wirklich begeistert und es richtig, richtig cool ist, da zu sein und zu sagen, hey, so gefalle ich mir, so fühle ich mich gut, dann ist es doch egal, ob du das in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr erreichst. Absolut. Absolut. Und das auch hier, da können wir Fitness rausnehmen und irgendwas anderes reinsetzen. Ne? Karriere, Vertrieb. Das gilt meiner Meinung nach für alle Lebensbereiche, wo ich mir selbst Ziele setze. Ja. Marc, super. Vielen, vielen Dank. Also das Buch Looking Good Naked, das habe ich jetzt schon ein paar Mal verschenkt. Das ist immer super gut angekommen. Es ist echt also wenn man mal sich anfängt, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wie will ich mich körperlich verändern, wie will ich langfristig fit bleiben, wie will ich auch fit und im Alter bleiben. Also ich bin jetzt schon jenseits der 50, für mich ist das schon wichtig. Ist das eine sehr, sehr gute Grundlage. Ich würde auf jeden Fall auch den Podcast empfehlen, Marathon Fitness. Also für mich war das auch so eine Grundausbildung zum Thema Ernährung und Fitness, was ich da bekommen habe bei dir. Also dazu schon mal vielen, vielen Dank, Marc. Sehr lieb von dir. Vielen Dank. Das freut mich total. Wie kann man von dir mehr erfahren? Also wir haben den Podcast erwähnt, Marathon Fitness Newsletter, hast du gesagt. Kann man sich eintragen bei dir auf der Seite? Ja, am besten, am einfachsten ist es, auf die Seite zu gehen, marathonfitness.de. Der Podcast heißt Fitness mit Marc. Und ja, da findest du eigentlich alles über mich. Du kannst mich auch auf sozialen Medien erreichen. Du kannst mir Kommentare schreiben unter meine Artikel. Also ich poste eigentlich einmal die Woche zu irgendeinem fitnessrelevanten Thema einen Artikel, einen Podcast die Woche und ja, und den Newsletter halt. Das ist so das, was ich da anbiete und es ist alles übrigens kostenlos. Super, klasse. Marc, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe dich ein bisschen überfallen mit dem Video. Ne? Du warst auf Audio vorbereitet, jetzt haben wir Audio und Video gemacht. Das heißt, wenn du Marc mal im weißen T-Shirt in seiner Wohnung sehen willst, dann kurz kannst du auch bei YouTube mal schauen, da ist das Video dann online. Aber vielen, vielen Dank, dass du so spontan warst. Danke, Marc. So, jetzt ist gerade der Sound weggegangen, aber das macht nichts. Also, ich mache noch den Abspann. Das war das Interview mit Marc Maslow von Marathon Fitness. Wir haben mal über Fitnessthemen gesprochen, aber ich glaube, dass da noch viel, viel mehr drin ist, was in unserem Kopf mit der geistigen Fitness ist, wie wir uns Ziele setzen, wie wir dranbleiben können. Also dieses Thema dranbleiben ist wahrscheinlich genauso wichtig wie das Thema Ziele setzen und wie wir mit Misserfolgen umgehen,
Ja, also ich glaube, da ist eine Menge drin, was wir in jedem Lebensbereich umändern können oder anwenden können. Ich fand es schön, dass du dabei gewesen bist. Freue mich schon auf das nächste Mal mit dir. Und bis dahin, gib alles. Dein Christopher Funk. Tschüss.